Bekannt wurde sie durch ihre Rolle der Bella in der Twilight-Saga. Doch mittlerweile ist sie zu einer der erfolgreichsten und vielversprechendsten Schauspielerinnen ihrer Generation geworden. Die Rede ist natürlich von Kristen Stewart und um die soll es heute gehen bei Was mit Film. Hallihallo und herzlich willkommen bei Was mit Film. Wieso sagt man eigentlich immer die Twilight-Saga? Man sagt ja auch nicht die Harry Potter-Saga, die Herr der Ringe-Saga. Nur bei Twilight sagt man die Saga. Doch. Echt? Harry Potter Saga, nee, Harry Potter Saga nicht, aber Herr der Ringe Saga doch, das habe ich schon gehört. Star Wars Saga? Auch. Echt? Ja. Also Twilight Saga ist für mich ein in Beton gegossener Begriff. Twilight-Reihe klingt einfach falsch. Ja, vielleicht müssten wir einfach sagen, das ist die Was-mit-Film-Saga ab sofort. Das klingt gleich groß und episch. Ja. Aber genug von Es ist eine sehr gute Frage, aber wie gesagt, ich kenne das auch im Zusammenhang mit anderen. Die MCU-Saga, na, das habe ich jetzt noch nicht unbedingt gehört. Aber genug zum Thema Twilight-Saga. Heute soll es ja um Kristen Stewart. James. Achso. Stewart. Kristen James Stewart. Das ist nämlich ein zweiter Vorname. James Stewart gibt es ja auch noch. Mit der Y. Schauspieler. Ja, und James, Kristen James Stewart schreibt sich mit Y. Mhm. Ja, interessanter Doppelname. Ja. Ich finde, das ist ein super interessanter Fall einer Person, die so einen medialen Wandel durchgemacht hat, weil ich mich zu Twilight-Zeiten noch an dieses Meme erinnere. Auf der einen Seite Emma Watson mit all ihren tollen Gesichtsausdrücken, auf der anderen Seite immer das gleiche Foto von Kristen Stewart, der man ja damals vorwarf, sie kann nur diesen halb geöffneten Mund, diese halb geschlossenen Augen, dieses Gesicht spielen. Was... To be fair, für die Twilight-Saga, jetzt habe ich es wieder gesagt, für die Twilight-Saga wahrscheinlich auch stimmt, wenn ich sie noch richtig in Erinnerung habe. Ich habe sie lange nicht mehr gesehen, aber Robert Pattinson und Kristen James Stewart scheinen ja Twilight selbst zu hassen, nicht mehr darüber sprechen zu wollen. Ich glaube, das war möglicherweise nicht die beste cineastische Zeit ihres Lebens und beide Schauspielerinnen haben sich ja total davon wegentwickelt und jetzt total in den Independent- und Arthouse-Bereich gegangen. Und ich finde, während Emma Watson verschwunden ist von der Bildfläche, ja, hat sich Kristen Stewart jetzt total zur gefragten Arthouse-Independent-Schauspielerin etabliert. Wobei man Emma Watson ja zugestehen muss, ist ja ihre eigene Entscheidung gewesen. Also die hat ja jetzt nicht gesagt, ich würde gerne Schauspieler, aber ich kriege keine Rollen mehr, sondern die hat ja ganz klar gesagt, sie widmet sich jetzt ihrem Studium und will jetzt erstmal wichtigere Dinge tun als Schauspielern. Und Kristen Stewart, lustigerweise habe ich das Gefühl, dass das bei ihr immer noch so ein bisschen gilt mit diesem Vorurteil, dass sie halt nur diesen einen Gesichtsausdruck hat. Ich muss aber sagen, und ich finde auch, dass sie jetzt nicht die mimisch vielfältigste Schauspielerin ist, sage ich ganz ehrlich. Ich finde, da gibt es Schauspielerinnen und auch Schauspieler, die viel, viel abwechslungsreicher sind in ihrem Mimenspiel. Mhm. Aber ich finde, dass sie mittlerweile das perfektioniert hat, sich die Rollen dazu passend auszusuchen. Mhm. Und das bedeutet nicht, dass ich sie für eine limitierte Schauspielerin halte, aber ich glaube, dass sie sehr eng gesteckt ist in dem, was man ihr abkauft und was nicht. Und ich glaube, da hat die einfach ein sehr, sehr gutes Händchen und in den Rollen, wo die Art und Weise ihres Spiels passt. Und ich finde, sie ist eine sehr zurückgenommene Schauspielerin. Sie ist jetzt keine große Gestikuliererin und wie gesagt auch nicht so extrem wandelbar, muss ich halt auch sagen. Aber sie ist hervorragend in ihrer Rollenauswahl und passt dann wirklich immer sehr, sehr gut in die Figuren, die sie spielt. Und ich habe nicht umsonst als Score bzw. Soundtrack der Woche Spencer ausgewählt. Zum einen, weil der Score, der ist sehr minimalistisch, der hat sehr viel von Darren Aronofsky, wie ich finde, und ist jetzt nicht unbedingt ein Score, den man sich zu Hause, ohne den Film zu gucken, anhören würde, aber im Zusammenspiel mit dem Film ist Ich höre den gerne. Echt? Ja, schon. Ach, okay. Um halt so ein bisschen aufzureiben am Nachmittag. Ach. Aber du musst zugeben, es ist jetzt nicht das melodischste Hörgefühl, wenn du dir den Spencer-Score anhörst, es oder? Es hat eher sowas von Fusion Jazz ja, oder so. Genau. Es macht halt so richtig, Genau. Aber vor allem ist, finde ich, Spencer auch ein hervorragendes Beispiel für die Stärken von Kristen Stewart. Weil sie spielt ja Lady Di in einer leicht fiktionalisierten Form und sie sieht der ja eigentlich überhaupt nicht ähnlich. Also hier wurde das Casting ja nicht danach gefällt, sieht die Schauspielerin der Person, sieht die so aus wie die Person, die sie verkörpert. Aber sie ist halt in der Lage, durch die Art und Weise, wie sie sich gibt, so die Manierismen von Lady Di nicht zu kopieren, aber so anzunehmen, dass es völlig wurscht ist, wie ähnlich sie ihrem Vorbild sieht, sondern sie macht sich die Figur halt komplett zu eigen.
Und ich finde, dass Spencer da wirklich das perfekte Beispiel für die Stärken von Kristen Stewart ist. Und zugleich finde ich aber, dass das auch eine Rolle ist, die würde ich von allen, die ich gesehen habe, noch am meisten raussticht tatsächlich. Mhm, ja. Und die auch irgendwie am, am extrovertiertesten agiert. Mhm. Sonst, wenn ich jetzt zum Beispiel an den hervorragenden Personal Shopper denke oder an die Wolken von Sils Maria oder so. Oder auch den Film Love Lies Bleeding, der gerade im Kino startet, über den wir jeden Moment zu sprechen beginnen werden. Dann sind das ja doch irgendwie Rollen, die immer auf das absolut Mindeste sich irgendwie reduzieren. Genau. Und in ganz, ganz kleinen Gesten und Manierismen Emotionen übertragen. Und hier bei Spencer, finde ich, ist das doch nochmal was ganz anderes. Dieses märchenhafte Auftreten, diese weichen Bewegungen, dieses Gefühl. Und das finde ich auch so genial an Spencer. In der letzten Szene, wenn eigentlich Diana versucht, alles abzulegen, diese ganze Monarchie hinter sich zu lassen, aus dieser Familie entkommen möchte, diese Kentucky Fried Chicken Kappe trägt, an der Themse steht und trotzdem immer noch diese gleiche Ausstrahlung hat. Und man merkt, sie wird das nicht verlieren können. Sie ist darin gefangen, so zu sein, wie sie ist, nämlich irgendwie in dieser, ich weiß nicht, königlich, in dieser königlichen Welt mit dieser monarchischen Aura umgeben. Da wird sie nie so richtig rauskommen. Und ich finde, das hat sie einfach genial verkörpert. Ja, ich finde, es gibt gleichzeitig aber auch Figuren bzw. Rollen, die sie gespielt hat, wo man merkt, da ist sie schon in der Lage, auch dem Film durch ihre Performance so eine leicht eigene Identität zu geben. Aber vielleicht wäre der Film hätte dadurch ganz anders ausgesehen, wenn das nicht sie gewesen wäre. Mhm. Ich erinnere mich dann zum Beispiel an American Ultra, wo sie ja neben Jesse Eisenberg spielt. Und da sind beides halt so Kiffertypen, so mir ist alles egal, komme was wolle. Und dann wird er ja als so manipulierter Auftragskiller, nee, Doppelagent. Auf jeden Fall kriegt er dieses Wort gesagt und plötzlich werden seine gnadenlosen Actionheldenfähigkeiten freigeschaltet. Man hat dann aber daneben so eine Kristen Stewart, die halt eben dieses Kifferinnen-Dasein so verkörpert. Und dann hat sie auch wieder diesen typischen Kristen Stewart-Gesichtsausdruck. Und der steht aber im Kontrast zu der Art und Weise, was das eigentlich für ein Film ist. Also eigentlich ist das so ein Gaga-Action-Film. Und wenn die Figuren oder die SchauspielerInnen auch nur einen Tick überdrehen würden, dann wäre das fast schon so ein Trash-Fest, so ein bisschen vom Gaga-Gehalt und von der Absurdität so eher in Richtung Kingsman zu verorten. Mhm. Aber dass es eben Kristen Stewart spielt und auch Jesse Eisenberg, ich finde, die beiden sind sich sehr ähnlich. Die sollten eigentlich öfter mal zusammen spielen. Die haben drei Filme zusammen gedreht tatsächlich. Adventureland ist der zweite, was ist der dritte? Café Society von Woody Allen. Ja, da hat jeder mitgespielt. Mhm. Aber die sind sich super ähnlich und ich finde das total spannend, wie ihre Art des Spielens halt total abfärbt auf die, ja, ich sag mal, Attitüde von American Ultra. Hm. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen der Grund, und da ist, finde ich, der Film ein ganz gutes Anschauungsbeispiel, weshalb ich Kristen Stewart nicht unbedingt in großen Blockbuster-Rollen sehe. Also sie ist ja zum Beispiel in Snow White and the Huntsman, war sie ja Snow White. Das passt für mich irgendwie nicht mehr zusammen. Das liegt dir auch nicht so, finde ich auch. Hast du den Drei Engel für Charlie-Film gesehen? Ich habe den mal angefangen und irgendwie habe ich den aber aus irgendeinem Grund nie zu Ende geguckt, tatsächlich. Hm. Okay, schade. Den habe ich nämlich auch nicht gesehen. Jetzt hätte ich mich auf deine Expertise gefreut. Also ich weiß nur, dass ich damals fand, dass die Zusammenstellung der von Charlie's Angels, dass die irgendwie nicht ganz stimmig wirkt. Hm. Aber ich könnte das jetzt nicht auf Kristen Stewart beziehen. Okay, sollen wir dann jetzt zu Love Lies Bleeding überwechseln? Genau, der kommt jetzt nämlich raus und ist der neue Film der Regisseurin Rose Glass, die den großartigen Hank Maud gemacht hat, der leider in Deutschland nie ins Kino kam, aber es gibt ihn mittlerweile auf Streamingdiensten, also schaut da unbedingt rein. Und der Film handelt von einem Zwei-Frauen-Gespann. Sie, gespielt von Kristen Stewart, arbeitet in einem Fitnessstudio und sie lernt dort eine Bodybuilderin kennen, die sich vorbereitet auf einen großen Bodybuilding-Wettkampf. Hm. Und es ändert so ein bisschen an Thelma & Louise. Haben wir auch ein Video drüber gemacht. Der Film kam nämlich vor kurzem nochmal ins Kino. Und das meine ich in dem Sinne, als dass sich hier zwei Frauen zusammentun und nach einer kriminellen Tat so halb auf der Flucht sind und gleichzeitig so halb versuchen, das alles wieder in den Griff zu bekommen. Und daraus entspinnt sich dann gleichzeitig auch eine Liebesgeschichte zwischen den beiden. Und dann verrat mir doch mal, wie fandest du den denn?
Das ist eine extrem gute Frage, denn ich finde, es war ein total seltsamer Fall von einem Film, der so alle Boxen tickt, so zu 99% sein Soll erfüllt, aber eben auch wirklich nur das. Also ich finde, da springt dieser eine berühmte Funke, dieses gewisse Etwas einfach nicht über. Die Zutaten sind alle super und 1+1 ist dann irgendwie 2, aber eben irgendwie auch nicht mehr. Und das ärgert mich so, weil die Zutaten, die da drin sind in dem Film, ein Ed Harris, der so schön übertrieben hier spielt und aussieht, eine Kristen Stewart, eine richtig tolle Kamerasprache eigentlich, diese schönen Bilder aus dieser desaströsen Wüste da, diese rot eingefärbten Canyons. Da sind so viele tolle Sachen drin, die aber eben wie so Legosteine nur so genau auf die offensichtlichste Art und Weise zusammengesetzt sind. Und selbst wenn der Film dann richtig übertreibt und über die Stränge schlägt, wie zum Schluss, dann passiert das in so einem Rahmen, den ich irgendwie auch nicht so überraschend finde. Also da passiert ein bisschen weird shit zum Schluss und ich denke... Ja, so enden A24-Filme nun mal mit irgendwie so einem surrealen Traumbild. Aber eben dann doch nicht so, dass das wirklich im Widerhaken in mein Gehirn schlagen würde. Und ich denke, oh wow, Mensch, das war jetzt mal ein ganz neuer Take auf dieses Genre. Oder wie ging's dir? Ja, mir ging's da sehr ähnlich wie dir. Also ich habe auch gesehen, so der ist toll inszeniert. Das Farbschema, das der aufruft, die Musik, diese ganze flirrende Atmosphäre und auch die Spannung zwischen den beiden Frauen. Das fand ich alles sehr mitreißend und hat für mich auch sehr glaubhaft funktioniert. Also das Zusammenspiel zwischen den beiden Hauptdarstellerinnen funktioniert richtig gut, meiner Ansicht nach. Ich hatte auch so Kleinigkeiten, an denen ich mich gestört habe. Die ganze Handlung wird ja dadurch in Gang, oder diese ganze Odyssee der beiden wird ja dadurch in Gang gesetzt, dass der Schwager von Kristen Stewarts Figur ihre Schwester immer wieder drangsaliert und super schlecht mit ihr umgeht. Und daraufhin wird er dann, gespielt von Dave Franco, ermordet. Und die beiden Frauen bemühen sich so ein bisschen, das zu verwischen, im wahrsten Sinne des Wortes, die Spuren zu beseitigen. Und das setzt aber so eine Abwärtsspirale in Gang. Und es wird halt etabliert, dass diese Beziehung zwischen Dave Franco und Kristen Stewarts Schwester, dass die natürlich sehr, sehr toxisch ist. Und dann wird auch direkt, wie ein bisschen auch wieder bei Thelma & Louise, wenn es den Typen trifft, der Thelma vergewaltigen will, wird auch hier suggeriert, er hat es verdient, weil er hat ja Kristen Stewarts Schwester immer drangsaliert. Und da gehe ich auch noch so weit mit. Weil das ist nun mal die Ausgangslage. Also da jetzt zu sagen, das ist moralisch verwerflich, dann kommen wir an diesem Punkt nicht weiter. Also ich gehe mit, dass das die Initialzündung für die Handlung ist. Was mich halt so ein bisschen stört, ist, dass die Regisseurin so ein bisschen das romantisiert, dass die Beziehung zwischen den beiden Frauen teilweise auch sehr toxisch ist, finde ich. Also die lassen auch gegenseitig extremst die Launen aneinander aus. Und insbesondere Katie O'Brien, die übt massiven Druck auf Kristen Stewarts Figur aus. Und dann macht sie mal wieder so halbherzig Schluss. Dann übt sie ja sogar auch Gewalt an Kristen Stewart aus. Und da dachte ich mir, das ist irgendwie so ein bisschen doppelzüngig. Also ich verstehe schon, dass da draußen ein gewisser Reiz entsteht, sich mit dieser Beziehung auseinanderzusetzen. Und die Beziehung wächst ja auch mit der Zeit. Und man kann das auch immer in einen Kontext setzen zwischen dem, was passiert ist und dazwischen, wie die Figuren sich gerade zueinander verhalten. Aber ich fand das leider manchmal ein bisschen doppelzüngig. Ja, also ich finde, du hast total recht mit dem, was du sagst. Zugleich finde ich, dass diese Beziehung, so wie sie dargestellt wird, eine total oberflächliche ist. Also eigentlich sieht man das und man denkt, die sind eigentlich nur zusammen, weil sie sich einfach richtig hot finden gegenseitig, weil so viel mehr Zwischenmenschliches passiert da eigentlich auch nicht. Kristen Stewart ist so total beeindruckt davon, dass diese Bodybuilderin so stark ist. Und das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, mal wirklich nur auf diese Äußerlichkeiten abzustellen in dieser lesbischen Liebesgeschichte. Wobei ich finde, dass bei Katie O'Brien zwischendurch auch durchklingt, dass sie sich schon braucht. Und vielleicht ist das nicht unbedingt der beste Nährboden, wenn die eine die andere nur hot findet, aber die andere sie dann wiederum braucht. Ja, nein, ist also kein Role Model für eine gute Beziehung. Nein, nee, und da will ich nämlich drauf hinaus. Und der Film durch diesen ganzen Dave Franco-Handlungsstrang erhebt sich aber schon wieder so. Also der hat jetzt auch wieder dieses so, wir haben uns jetzt entschieden, das ist ein böser Typ, der hat eine Frau böse behandelt, also bringen wir ihn um. Und deshalb sind wir auf der Seite der beiden Frauen. Aber ich denke mir dann auch, ja, aber ihr könnt euch auch mal selber hinterfragen, so ungefähr. Und das finde ich dann leider nicht konsequent zu Ende gedacht. Also wenn es um das Thema zwischenmenschliche Beziehung und meinetwegen auch die Gefahr toxischer Beziehung geht, dann muss man es auf allen Ebenen ausspielen und nicht nur auf der, die gerade zur Handlung passt.
Wo ja Kristen Stewart heute unser Thema des Tages ist. Mhm. Ich finde, im Film ist sie einfach total solide. Das funktioniert gut, sich in sie hineinzuversetzen, mitzufühlen, zu hoffen, dass sie nicht von der Polizei geschnappt wird. Aber es gab eine Figur, gespielt von Anna Baryshnikov, nämlich die Daisy. Und die, das war wieder mal so ein Fall einer Schauspielerin, die, ich finde, den ganzen Film überstrahlt mit dem, was sie tut. Das ist so seltsam, was sie da spielt. Aber ja, also... Also liebenswert, eklig, ja. Berauscht. Ich fand die super unangenehm, ja. Aber ich fand die herausragend gespielt. Also so gut gespielt, dass ich... man fragt sich ja manchmal so, wenn man irgendwie hört, Schauspieler XY wurde auf offener Straße irgendwie geschlagen wegen der und der Rolle. Dann fragt man sich ja manchmal, wie kann das denn sein, dass Leute das nicht unterscheiden können? Aber in diesem Fall sage ich, das ist so verschmolzen, die Filmfigur und die Schauspielerin, dass ich richtig angefangen habe, die ganze Frau zu hassen in dem Moment. Aber ich weiß gar nicht, ob ich sie hasse. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt harmlos war oder gut oder böse. Ich weiß es nicht. Ich glaube auch gar nicht mal, dass ich sie deshalb gehasst habe, weil sie konkret böse ist, sondern weil ich einfach alles an ihr nicht ausstehen konnte. Also wenn mir so eine Person im normalen Leben begegnen würde, ich weiß nicht, was ich tun würde. Also wenn ihr den Film nicht gesehen habt, habt ihr jetzt wahrscheinlich eine total weirde Vorstellung davon, wie diese Person schauspielt, wie sie aussieht, was sie tut. Alleine dafür lohnt sich Love Lies Bleeding vielleicht schon für diese Performance. Ich würde mir wünschen, dass diese Schauspielerin viel mehr Rollen kriegt. Ich wäre sehr gespannt zu sehen, was sie sonst noch so tut. Was sie sonst noch so tut, ist ein gutes Stichwort. Wir sind gespannt, was Kristen Stewart sonst noch so tut. Und scheint ja kein Ende in Sicht zu sein von ihrer Karriere. Sie hat ja gerade so unter Cinephilen ist sie ja so der, neben Florence Pugh, so der Charakter, auf den sich irgendwie alle einigen können. Mhm. Ich würde mich sehr freuen, sie mal in einer Komödie beispielsweise zu sehen. Oder auch meinetwegen als Killerin in einem Horrorfilm. Also irgendwas, wo sie ausbricht aus ihrem Rollenschema. Aber ich habe ja schon gesagt, wenn sie eine Stärke hat, dann ist es gute Rollen auszuwählen. Mal gucken, was da noch kommt. Ich vertraue ihr. Ich auch. Jetzt wollen wir von euch wissen. Vertraut ihr auch? Kristen Stewart, Kristen James Stewart ebenfalls. Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr absolut genug habt von angeblich immer dem gleichen Gesichtsausdruck oder ob ihr findet, dass das eine der genialsten Avantgarde-Schauspielerinnen ist, die das Arthouse-Kino gerade zu bieten habt. Und wenn ihr uns das verraten habt, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben, drückt die Glocke, drückt den Abo-Knopf und unterstützt uns finanziell, wenn ihr könnt und mögt. Das wäre super. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao.